Moin Moin und willkommen zurück bei Northern Lights. Wie gesagt, wir machen ja einmal 5 Folgen so angespielt, um mal zu schauen, wie das Spiel so ist. Bis jetzt habe ich einen relativ soliden Eindruck, muss ich sagen. Das scheint ganz gut zu sein. Auch das Setting mit dem Frosting gefällt mir bis jetzt recht gut. Hatte jetzt auch schon die ersten Kommentare gelesen, mit erinnert doch sehr an Green Hell. Den Gedanken hatte ich ja, glaube ich, auch schon geäußert während der Aufnahme. Sache ist, unser Safe Game ist natürlich voll für den Arsch, weil immer wenn wir laden, sind wir tot. Early Access, alles gut, nehmen wir so hin. Aber da ich ja jetzt grob weiß, worum es geht, würde ich tatsächlich jetzt noch einmal versuchen zu starten. Das, was wir, also die Singleplayer-Kampagne, aber diesmal zielgerichtet, wirklich nur stracks Richtung Wald, wo wir hin sind. Und dort ist ja theoretisch auch Wasser, also da ist ein Fluss auf der Karte eingezeichnet. Entsprechend sollte das ja schon irgendwie passen, hoffe ich. Wir werden sehen. Da wir jetzt schon einen groben ersten Eindruck haben, sollten wir da wahrscheinlich sogar innerhalb dieser Folge ankommen. Vermute ich. So, kann ich das überspringen? Ich weiß ja, was passiert ist. Bist du mit dem Flugzeug abgestürzt? Mit dem Helikopter abgestürzt. Oh, my head. Ja, ja. What just happened? Nö, ich kann wild auf der Tastatur rumdrücken, passiert nichts. So, gutes Gespräch. Folge der Blutspur, ne? Ah, ich kriege aber auch die Intros wieder. Eins davon haben wir hier übersprungen. Pass auf, wenn es ausgerechnet das war, was uns sagt, wie wir aus Schnee Wasser machen können. Weil wir sind ja verdurstet, das war ja unser Hauptproblem. Naja gut, das Hauptproblem war die Lebensmittelvergiftung, aber egal. So. Lauf. Blut. There's blood traces everywhere. Is Alexei okay? I need to find out. Ist das noch gespeichert? Nö. Schade. So. So, ja. Das Problem ist natürlich. Weiß ich auch nicht mehr, welche von den Pflanzen das gut oder schlecht waren. Gut, ich habe jetzt gestern, also aus meiner Perspektive, gestern erst aufgenommen gehabt. Ich habe jetzt einen Tag zwischen Pause gehabt, weil ich noch was gestern abbrechen musste mit dem Aufnehmen. Privatleben und so ein Scheiß. Wer kennt's nicht? Entsprechend weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, die hübsche Blüte war auf jeden Fall gut und die ganzen Leuchtepilze, die mir anfangs etwas suspekt erschienen, die waren auch gut. Neuer Karteneintrag, ja, danke für nix, ist mir erstmal egal. Lauf, lauf, lauf. So, hier war ich verwirrt und habe die Hülle gesucht, aber die war erst weiter oben. Dann werden wir gleich Alexeis Leiche finden. Spoiler. Aber ich fühle mich jetzt schon ein bisschen sicherer hier im Spiel, weil ich grob ein bisschen schon Eindruck hatte. Ich muss sagen, also ich habe schon mal einen Kritikpunkt, muss ich jetzt ganz ehrlich direkt schon sagen, das Crafting-Menü. Ja, dazu werde ich dann aber vielleicht am Ende der 5 Testfolgen mehr zu sagen. Was ich aber richtig klasse finde, ist, dass du levelst, was du tust. Entsprechend, du levelst craften. Durch Craften. Hallo, Alexei, weiter geht's. Ach so. Ich soll dich überprüfen. Oh, no, no. Alexei. An der Leiche stand gerade benutzend. Plündern. Recycelte Dose, ja, danke. Ich habe seine Leiche jetzt mal benutzt. So, wir nehmen die Leuchtepilze mit. Die sind ja schmackhaft. Ja, ja. Fledermäuse tun ja nichts. Vernunft. Ja. Die ersten Halluzinationen hatten wir das letzte Mal ja schon. So. Das Blöde ist jetzt gerade, wenn ich die Pilze aufnehme, wird es dunkel. Aber ja gut, das sind leuchtende Pilze. Natürlich wird es dunkel, wenn man sie aufnimmt. Weil man nimmt ja eine Leuchtquelle weg. Wuhu. So. So. Guten Tag. Da unten wollen wir hin.
Fernglas. Tue ich jetzt einfach mal nicht. Ich habe die Taste auch schon wieder vergessen. Kann ich hier runter, ohne mir die Beine zu brechen? Krankheit eingefangen, Knöchel verstaucht. Wird wahrscheinlich schlimmer, wenn ich laufe, oder? Ah, wir sind nicht mehr so schnell. Oh. Jo, Profi, ne? Einmal mit Profis arbeiten. Ah, herrlich. So, ich bin übrigens auch jetzt aber, wenn ich jetzt hier auch mal kurz bei dem Spiel erwähne, hatte ich jetzt in der Aufnahme bei Valheim auch schon erwähnt, ich habe den Aufnahmerechner jetzt mal komplett neu installiert, nachdem die ganzen Sorgen mit dem OBS-Update, das war irgendwie alles... Ah! Und ich bin ja eher so ein Mensch, ich bin da eher zu sehr radikal, wenn mich was stört, installiere ich einfach neu. warte mal, war hier was? Achso, keine Wurzel. Ich wollte eine Wurzel mitnehmen schon mal. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die ganzen Einstellungen soweit richtig gemacht habe. Ich habe die Kameragröße anhand eines alten Videos angepasst. Audio schon mal in der Probe höre. In einer Probeaufnahme Probe gehört. So. Macht einen guten Eindruck soweit. Spielsound, ich weiß nicht, bei Valheim war die Musik recht laut. That must be the research camp I was supposed to investigate. Better check it out. So, da lasst... Nur mal ganz kurz, ich schätze mal, da werden die Kabel durchgeschnitten sein. Am Generator. Ist aber auch nur so ein Verdacht. So, jetzt auf... verstauchten Knöchel. Das ist echt ein bisschen bitter. Damn it. Stock. The camp is ravaged. Stock. What happened here? Ich glaube, da musste ich jetzt irgendwo an dem Rechner gehen, ne? Hallo? Oh, Kartenstück. Kaffeepulver. Das Kartenstück kann ich gerade gar nicht aufnehmen. Ah, ist okay. Muss ich hier rein? Hallöchen. Stecknadel. Not working. Seems like the power is down. I should check the cables. Jo. Kaputt. It's split in two. No way to... Gut. Kann ich jetzt das Kartenstück mitnehmen? Ja. A map. Great. Looks like they've circled an area called... It's freezing cold. Da ist nichts drin. Schade. I should get a fire going, but how will I get some wood? So, ich soll jetzt aber in diese Richtung hier, also nach Norden, Kompass, C, warte, ich das mal Info, ne? Nö. Stein, Stock, Seil. Ja, wir machen uns eine Axt schon mal mit. Ich kann nicht die zugeschneiten Steine nehmen, ist okay. Seile müssen wir gleich wieder Wurzeln sammeln. Ist ja das kleinere Problem. Und ich glaube, ich habe links jetzt auch schon wieder hier Baumharz gesehen. Hier die schwarzen waren auch gut, oder? Was war das? Totes Holz. Ach, Stöcker. Gut. Kiefernsaft. Schön. Das heißt, wir können schon wieder richtig sicher ein Feuer anmachen.
das mit den Pilzen ist vielleicht jetzt nicht so gut. Ich weiß nämlich wirklich nicht mehr, welche davon jetzt gut waren oder nicht. Und wenn ich das jetzt wieder versuche herauszufinden, indem ich sie einfach esse, sterben wir wieder. So. Da war wieder Windows. Ich glaube, das hört ihr gar nicht in der Aufnahme. Das ist vom Aufnahmerechner. Aber schon. Ah, selbst schuld. Warum hat das neu installiert, ne? Jetzt hat Windows wieder ganz viele tolle Ideen, die umgesetzt werden müssen auf die Schnelle. So, wir gehen weiter Richtung Norden. Steine. Oder? Ja. Nicht ist, wir dürfen halt nicht die zugesteinten Steine nehmen. So. Oh yeah. Oh, warte, wir brauchen Beil. Toter Vogel. So, ich guck mal kurz. So, kann ich ein Seil machen? Ich hoffe. Bauen. Perfekt. Beil. Bauen. Time to chop some trees. This will keep me fed for a while. Holzhacken. Bäume können mit einem Beil für Holz gefällt werden. Sobald ein Baum gefällt wurde, liefert der Holzstämme Stöcke. Yep. So, freundlicher Vogel, gib mir Federn. Krankheit eingefangen. Unterkühlungsrisiko. Ja. Ha! Ein Ei gefunden. Cool. Ja, Unterkühlungsrisiko. Ha! Oh, V war die Taste im Übrigen. Wenn wir jetzt den Stumpf den Weg gehen, dann kommen wir doch an so einer komischen Jagdhütte vorbei, oder? Die Map ändert sich ja nicht. Ja, das finde ich gut. Können wir uns da mal das Feuer anmachen und vielleicht auch speichern. Jetzt habe ich es zerstört. Na egal. Oh. Ah. Wie immer, wenn man bestimmte Gebiete hier verlässt, dann leckt das immer so eklig. So. Map. Wir finden das Ding schon wieder. Das war eine coole Hütte. Ich glaube auch diese grüne Leiste, da bedeutet, wie weit es schon verheilt ist. Und da. Ah. Und bei der Lebensmittelvergiftung hatten wir das Ding fast voll. Das heißt, die Lebensmittelvergiftung hätten wir sogar fast überstanden gehabt, hätte ich nicht genug, hätte ich nicht so viel anderen Mist noch gemacht. So. Lasst uns bitte diese Hütte finden. Unterkühlungsrisiko. Ich schätze, sobald die Leiste voll ist, haben wir eine Unterkühlung. Ja, ja. Fröstel wen anders so an? Stimmt, weil müssen wir hier gleich unterwegs ein Feuer machen, aber ich fand die Hütte ganz cool. Da ist sie. Perfekt. Also ich finde, das ist gut. Natürlich ist unsere stark reduzierte Energie momentan nicht ganz so gut. Passt schon.
Oh, das wird knapp mit der Leiste. Das wird knapp. Anybody home? Oh oh. Wird vielleicht zu knapp. Oh, jetzt bin ich unterkühlt. Mist! Ich habe noch keinen Zünder gemacht. Nein! Kann ich auch nicht, weil ich kein Seil mehr habe, oder? Oh. Okay, das geht. Zünder. Zünder. Okay. Heilt die jetzt? Ja, die heilt. Ist jetzt natürlich ein bisschen doof gelaufen, dass ich das jetzt so gesagt habe, wir laufen aber schnell hin und dann haben wir das in dieser Folge alles erledigt. Dann verstauche ich mir den Knöchel und erkühle mich. Richtig gut gelaufen. Lass uns mal auf die Map gucken. Ich wollte gerade sagen, dass diese Erfrierungsgeräusche da jetzt gerade noch kommen, neben dem prasselnden Feuer. Muss ja nicht sein. So. Jetzt habe ich es ja gesagt. Karte ist okay. Handwerk. Ja, die Wirkung von den Pilzen kennen wir noch nicht. Na, lass uns doch mal was probieren. Du bist der Gute. Oder? Jo. Fiebersenkend. Die konnte ich auch essen. Ja. Antiviral. Die war giftig. Ich glaube, die schwarzen Pilze gingen noch. Kalorienquelle, ja. Die anderen waren, glaube ich, giftig. Oh, Geflügel. Ach. Ja. Lass uns doch mal Fleisch braten. Wir haben ja einen Vogel gefunden unterwegs. Stimmt. Ah, Krankheit geheilt. Oh, wunderbar. Ob ich das Ei einfach aufs Feuer packen kann? Ja, ein bisschen verrückt, aber warum nicht? Probieren wir einfach gleich mal aus. No. Tag 18 Stunden haltbar. Gut. Den verstauchten Knöchel kriegen wir so nicht geheilt. Was sagt denn die Uhr? 18 Uhr gleich. Das heißt, es macht vielleicht Sinn, das auszusitzen. Grad. Oh, schön. Essen sieht gut aus. Flüssigkeit sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ich leg nochmal Holz nach. Achso, hier. Können wir hier looten? Gewehrkugeln. Oh ja.
Möbel kaputt machen muss ja jetzt nicht sein. Stoff. Sich warm zu halten ist ein entscheidender Aspekt des Überlebens. Unter arktischen Bedingungen, obwohl du schon mit Kleidung beginnst, kannst du neue Kleidung finden und Ausrüstung, die möglicherweise bessere Werte als die aktuelle bietet. Denk dran, du kannst Kleidung selbst tragen, aber nicht im Rucksack. Wenn du ein neues Kleidungsstück ausstattest, wird dein aktuelles Kleidungsstück damit ausgetauscht. Die Arbeitslosen sind, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, weniger isoliert. Oder? Aber besser schützend. Was sagen denn die Werte? Wo sind denn unsere Kleidung hier? Kann ich die einfach zerlegen? Kriege ich dann Stoff? Stoff und Seil. Oh. Nice. Schlafen ist der beste Weg, um deine Energie wiederherzustellen. Jojojo. Ich guck einmal ganz kurz beim Crafting noch rein. Wir genießen hier die Zeit am Feuer erstmal. Das ist bestimmt auch gut für unsere geistige Gesundheit hier. Hier, J. Was kann man denn so schönes craften? Also hier Pflanzen, das finde ich gut, dass du da eine Information noch als Übersicht hast. Erkrankungen. Oh, hier. Auswirkungen. Reduziert Bewegungsgeschwindigkeit. Behandlung. Wird vom Körper behandelt. Ein Verband. Lass uns doch mal schnell einen Verband machen, oder? Haben wir? Können wir schon? Bauen. Verbrauchen. Okay. Den verstauchten Knöchel kriegen wir, glaube ich, ganz gut weg. So, was haben wir hier noch? Harzverband. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, was der bringt. Seile, ja. Handbohrer. Okay, was haben wir hier? Kleines Feuer. Gut. Fallen. Schlingenfalle, okay. Ein Bett. Bauplan, okay, was haben wir hier? Lager. Ich glaube, Base-Building oder so gibt es jetzt hier noch gar nicht. Man hat halt das Ding hier am Feuer. Oh, ist gleich 8. Jetzt noch fleißig vor dich hin. Joa. Winter voll. Oh, gib mir einen Stock hier. Ich finde die Hütte echt cool. Ja, du bist müde, ich weiß. Sagen wir mal so, wir machen das jetzt heute nicht mehr bis zum Wasser runterlaufen. Wir werden gleich schlafen. Und in der nächsten Folge weiterlaufen. Vielleicht heilt der Knöchel ja über Nacht. Bis dahin würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.